So, wird Zeit, dass ich ein Video mache. Und zwar am Sonntag, letzten Sonntag, hatte ich meinen allerersten Wettkampf. Und einige werden es eventuell noch gar nicht wissen, dass ich halt von Hobby-Powerlifting spontan auf Strongman gewechselt bin. Also es war ein Strongman-Wettkampf. Ich bin gerade ein bisschen müde, weil wir haben nach 3 Uhr nachts. Ja, und ich habe mich ungefähr 4 Wochen darauf vorbereitet und dann noch eine Deload-Woche, wobei es eigentlich 10 Tage Deload sogar waren. Also nicht sehr viel Vorbereitungszeit und gleichzeitig hatte ich auch nicht wirklich das Equipment. Ich hatte zum Beispiel einen Sandsack bestellt für, ja, da waren 2 Events mit Sandsäcken und der kam dann erst nicht an, der kam dann erst irgendwie 10 Tage später an. Und als dann ankam, ja, ich muss aus Platzgründen das draußen trainieren und es regnet hier in Irland immer in Strömen, dann ist er immer komplett nass gewesen und dann habe ich ihn auch nicht kompakt gekriegt, was so nachfüllbar ist, ist immer aufgegangen und damit zu trainieren war einfach die Hölle, das ging eigentlich gar nicht. Ja, den habe ich dann auf 100 Kilo halt gefühlt, habe mit 100 Kilo immer trainiert. Im Wettkampf kam nur 80 dran, aber ich hatte dann nicht wirklich. Ich habe den dann halt ein paar Mal angefasst. Also, ich habe da 4 Sandsack-Trainings mitgemacht, die alle nicht gut liefen. Also, von der Kraft her sehr gut. Ausdauer war auch schnell aufgebaut, aber durch das Klitschnasse und das nicht kompakte konnte ich nicht gut greifen, nicht gut handeln. Ich habe mir immer. Das ist schon, das ist mir jetzt gar nicht mehr über eine Woche her. Es hat immer geblutet beim Sandsack. Weil da irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe halt da normalen Sand drin. Wahrscheinlich ist es sogar nasser Sand. Bei den Wettkampfsandsäcken, die haben sich hingegen fast schon wie, ja, wie angefühlt, als wären die mit Federn gefüllt. Nicht vom Gewicht her, sondern von der angenehmen. Vom angenehmen Gefühl her, die aufzulesen, anzupacken, Pickup zu machen. Mit meinem war das nicht so geil. Genau, das war so das eine. Und Farmers, also insgesamt muss ich sagen, diese 4 Wochen Vorbereitungszeit plus 1 Woche Deload war einerseits gut, andererseits aber auch sehr challenging, herausfordernd und nicht optimal. Ich habe halt zur gleichen Zeit mit Coaching angefangen. Also mir einen Coach, wie nennt man das? Also, dass ich einfach gecoacht werde, so. Und das ist natürlich sehr viel Umstellung und am Anfang kann man noch nicht das perfekte Programm für einen Klienten einfach schreiben, es geht nicht. Man muss halt über ein Programm erstmal rausfinden, wie es funktioniert. Und ja, 4 Trainingstage und das ganze Volumen. Ich habe davor ja nie Volumentraining gemacht. Dann war das plötzlich extremes Volumen. 8 Wiederholungen, teilweise 10, 5 Arbeitssätzen. Ich habe bisher immer nur einen Arbeitssatz gemacht und dann vielleicht mal ein Dropdown-Set. Und meistens auch mit sehr geringen Wiederholungszahlen. Und ja, das konnte ich nicht so gut. Alles, was so für Unterkörper war, also da war dann halt auch 3-mal die Woche Deadlift und dann das ganze Farmers, was viel Unterkörper ist und Laufen. Das war dann für den Unterkörper zu viel, weil ich halt auch lange Beine habe. Da hat man eine erhöhte ROM bei Deadlift, Squat und so weiter und dann ist die Systemic Fatigue dadurch nochmal höher und es waren einfach akkumuliert irgendwann zu viel und dadurch lief das dann ab Woche 3 eher rückläufig, sage ich mal so. Da musste ich ganz kurz unterbrechen. Genau, also es wurde dann ab Woche 3 spätestens rückläufig, außer beim Oberkörper, aber bei allen anderen Sachen eigentlich. Locklift
Am Locklift war es so, dass am Anfang halt wirklich erstmal sehr viel Ausdauer aufbauen musste. Auch der gesamte Trainingsplan hatte den Fokus, einfach Ausdauer aufzubauen, nicht Kraft. Und zusätzlich zur Ausdauer aufbauen habe ich den Fokus gesetzt auf Technik üben, weil ich halt zum ersten Mal die ganzen Strongman-Übungen da gemacht habe, also Locklift, Farmers, Sandsäcke. Da wollte ich dann erstmal die Technik halt den Fokus drauf setzen und aber auch Muskelaufbau irgendwo. Also ganz viele Grundlagen und habe deswegen auch eigentlich nie oder vielleicht einmal jeweils bei den Übungen auf Geschwindigkeit, auf Speed fokussiert. Das habe ich jetzt beim Wettkampf gemerkt, dass das sehr essentiell ist, dass eigentlich alles mit Speed zu tun hat. Ich habe da gar nicht dran gedacht, dass man jetzt 60 Sekunden halt Zeit hat, um auf Repetitions den Locklift oder Deadlift zu machen und auch die anderen Implements, also die anderen Übungen. Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Das werde ich nächstes Mal wahrscheinlich mal versuchen, mir halt einen Timer zu setzen mit 60 Sekunden. Und dann halt wirklich so wettkampfmäßig so viel Wiederholung wie geht in der Zeit. Das habe ich halt, wie gesagt, also nur einmal so auf Speed fokussiert und ja, beim Lock lief es dann ganz gut. Also bevor ich angefangen hatte, also ich habe mit 65 Kilo trainiert, das war das Wettkampfgewicht für einen Locklift auf Repetitions. Und bevor ich den Trainingsplan gestartet habe, hatte ich schon 65 Kilo mal 10 über Kopf gedrückt, für mehrere Sätze, danach auch noch mit der Achse. Und das nur als Einstieg halt, was auch nicht besonders anstrengend war, aber weil ich halt sonst immer eine Wiederholung oder drei mache, habe ich erstmal damit gestartet. Aber als ich dann Lock in der Full Range of Motion trainiert habe, also vom Boden nach oben, das war einfach so viel. So viel Range of Motion, so unglaublich viel, das ist quasi Deadlift, dann noch ein Clean und dann noch ein Überkopf in einem, dass es von der Ausdauer aus doch was ganz anderes war. Und da habe ich dann trotzdem 8 Wiederholungen gemacht mit 5 Arbeitssätzen. Und bin dann irgendwann halt, also 2,5 Kilo pro Woche gesteigert. Aber die vierte Woche ging dann nicht mehr, die Systemic Fatigue war so hoch, dass ich dann da halt nicht mehr steigern konnte, beziehungsweise nur einen Arbeitssatz mit dem gesteigerten Gewicht und dann wieder runter musste, um das Volumen zu schaffen. Und ich hatte leider auch, war der Lock mit einem größeren Durchmesser ausverkauft, deswegen habe ich so einen Crossfit-Lock quasi und dann war ich dann am Wettkampf und hatte einen Riesenlock und das war komplett anders. Und weil ich halt sowieso nicht auf Speed fokussiert habe, weil mir Grundlagen und Technik erstmal wichtiger waren, war ich da dann halt sehr langsam, weil ich ganz viel stabilisieren musste durch diesen großen Durchmesser vom Lock, den ich auch überhaupt nicht gewohnt war. Und ja, da habe ich mich halt lieber darauf fokussiert, die Wiederholung sauber auszuführen und nicht schnell. Da hätte ich die versucht schnell auszuführen mit dem unbekannten Lock und Stabilitätsprobleme. Dann hatte ich auch noch Gewichtheberschuhe an, was ich nie hatte im Training, wodurch halt die Belastung bei den Beinen, auch bei der Push Press und bei Stabilität ganz anders war und mich auch aus dem Rhythmus gebracht hat. Hätte ich auf Geschwindigkeit fokussiert, hätte ich zwischendurch wahrscheinlich reingeschissen und hätte wertvolle Zeit verloren. Deswegen relativ langsam, so schnell wie es ging und lieber kontrolliert und so viel wie es ging. Aber in 60 Sekunden habe ich dann halt nicht viel hingekriegt. Ich habe quasi 10 Presses gehabt, aber nur 9 davon waren mit Clean. Also vom Boden mit Press. Also werdet es im Video sehen. Ich werde das Video vom Wettkampf aber am Ende komplett anhängen, nicht zwischendurch jetzt einzelne Übungsclips. Genau, weil beim letzten dachte ich halt, ich hätte ein Lockout nicht gehabt, obwohl schon das Down-Signal kam. Aber mir war der Lockout, also ich habe das nicht so schnell gesehen und ich bin halt dann nochmal in der Intuition gegangen, so, nee, das war zu kurz, der Lockout für mich.
Und dann bin ich zur Brust zurück, habe nochmal gedrückt. Ja, damit habe ich quasi die Wiederholung selber geklaut. Und ich glaube, die zweite war als Touch and Go, weil ich zu overexcited war und das nicht richtig so koordiniert gekriegt habe. Die wurden mir dann auch weggenommen, also sind nur noch 8 von 10 quasi übrig geblieben. Ich hätte auch noch weitermachen können, aber ich habe die Zeit war dann einfach zu Ende. Also im Training hätte ich auch eigentlich 15 geschafft. Wie gesagt, bin ich mit 8 gestartet in der ersten Trainingswoche. Aber Wettkampf ist halt, wie gesagt, was ganz anderes. Und es kam, das Krasseste, was halt hinzukam, ist halt, dass ich halt wirklich eine extreme Sozialphobie habe. Das ist wirklich extrem. Und ich mich halt auch schon mein ganzes Leben komplett halt zurückziehe und es einfach auch nicht kann, rauszugehen. Ich mache das halt trotzdem regelmäßig. In Irland geht das jetzt mittlerweile ein bisschen, weil das hier auf dem Dorf ist, weil die Leute alle sehr nett sind. Ich traue mich trotzdem nicht, alleine einzukaufen zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ich das dann auch mache oder versuche, traumatisiert mich das dann, also retraumatisiert mich das auch wieder tatsächlich. Das ist aber ein komplexeres Thema. Und auf dem Wettkampf war es dann halt richtig schlimm. Das war wirklich für mich traumatisch. Und es ist nicht nur der normale Fight-or-Flight-Modus, der aktiviert war und ich natürlich die ganze Zeit flüchten wollte. Es war viel krasser. Meine Arme und Hände haben die ganze Zeit so richtig krass gezittert für alle 4 Stunden. Nur, dass ich das halt nicht, dass ich das halt masken wollte, weil zwischendurch wurde ich auch vom Veranstalter gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil ich dann so in der Hocke saß und richtig schwer geatmet habe. Erzähle ich gleich. Auf jeden Fall musste ich das dann unterdrücken, dass ich eigentlich die 4 Stunden am Stück so gezittert habe, weil die Nerven so überreizt waren und so überfordert waren. Das habe ich schon, ja, mein Leben lang. Das ist halt auch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und zwischen den Events wurde mir auch immer fast schwarz vor den Augen. Das war einfach psychosomatisch nicht auszuhalten. Und da hat meine Leistung natürlich extrem drunter gelitten. Und auch schon die Hinfahrt halt über 4 Stunden. Bei mir ist das so, nach 20 Minuten Autofahren dissoziiere ich schon komplett und mein Körper, ich kriege Wassereinlagerungen im Bauchbereich nach 20 Minuten Autofahren. Ich weiß nicht, es war schon immer so, dass ich Autofahren nicht vertrage irgendwie. Ich weiß nicht warum, und das waren halt 4 Stunden und danach war ich komplett fertig und ganze Bauch konnte ich so richtig reingreifen und da waren so richtige Einlagerungen, Wassereinlagerungen drin. Also, es war einfach richtig krass und diese Wassereinlagerungen, die nehmen mir auch immer meine gesamte Endurance und Bisshaftigkeit, also die Biss. Und wir waren dann in einem Airbnb, konnte ich zumindest dann 5 Stunden schlafen. Davor den Tag konnte ich nur 4 Stunden schlafen, weil ich vor Aufregung schon nicht einschlafen konnte. Und dann hatte ich auch noch am Vortag vor der Competition Muskelkater in den Hamstrings, weil das durch den ganzen Stress der Vortage nicht so schnell regeneriert werden konnte, obwohl ich nur ein Deload-Training gemacht habe, was deutlich leichter war und mit deutlich weniger Volumen. Ja, und das alles zusammen, das war so ein Cocktail, dass ich halt die ganze Zeit Angst hatte, so richtig reinzuscheißen in der Competition. Deswegen war mein Fokus da einfach nur irgendwie zu überleben und nicht reinzuscheißen. Mein Fokus war überhaupt nicht Leistung, überhaupt nicht, sondern einfach nur komplett ruhig bleiben, komplett kontrolliert sein. Ich musste mich auch selber die ganze Zeit kontrollieren, damit ich nicht rumzittere und weiß ich nicht was. Und alle denken, ich wäre da irgendwie ein Pflegefall oder so. Und ja, deswegen habe ich alles wirklich. Ich habe mich auch halt total zurückgehalten, weil ich Angst hatte, dann vielleicht zu viel Körner zu verschießen, weil ich da keine Erfahrung mit habe. Und gleichzeitig, was psychisch auch nochmal so eine Geschichte ist,
dass ich sehr krasse Schwierigkeiten mit habe, meine Leistung vor anderen zu zeigen. Weil aus verschiedenen Gründen in der Vergangenheit, also immer wenn ich das gemacht habe, fanden das Leute eigentlich ganz geil, aber trotzdem habe ich eine unbegründete Angst, dass die Leute dann irgendwie negativ drauf reagieren. Weil das habe ich auch gleichzeitig. Jetzt hat mir aber meine Frau gesagt, dass es bei Wettkämpfen so ist. Bei Wettkämpfen ist der einzige Ort, wo es gesellschaftlich unter dem Malus oder in der Gesellschaft akzeptiert ist, dass man seine Leistung zeigt. Wenn man das außerhalb von der Wettkampfsituation so Leistung zeigt oder so durchblitzen lässt, dann sind die Leute von triggert, sind vielleicht auch neidisch oder finden einen als egoistisch oder so. Und ich als Autist verstehe halt diese sozialen Regeln nicht. Ich verstehe die Unterschiede nicht, weil für mich ist es auch egal, wann oder wo ich irgendwie Leistung zeige. Warum du hast in einer Situation irgendwie akzeptiert sein gesellschaftlich, in einer nicht. Es ist doch trotzdem jedes Mal einfach Leistung. Aber irgendwie sind Leute davon triggert, weil die irgendwelche Vorannahmen haben, was eine Person damit ausdrücken will. Wenn der jetzt außerhalb der Wettkampfsituation Leistung zeigt oder durchblitzen lässt, dann haben die Normalos oder Nicht-Autisten eine andere Vorannahme, was die Person damit bezwecken will. Aber ich als Autist habe da keine unterschiedliche Intention. Bei mir ist die Intention gleich. So, aber und wie ich das als Autist immer wieder erlebe oder erlebt habe, dass negativ reagiert wird, habe ich da einfach eine Sperre, eine richtig krasse psychologische Sperre, mich nicht zu zeigen und meine Potenzial nicht zu zeigen. Und das sieht man auch im Video eigentlich ziemlich gut, dass ich da nur wie so ein Autist-Roboter rumlaufe und so ein bisschen bewege das Gewicht und das war's dann und mehr war da quasi dann nicht. Und deswegen bin ich umso stolzer, dass ich trotzdem das jetzt gemacht habe, obwohl ich schon seit, weiß ich nicht, seit ich denken kann, Grundschule und so weiter, immer Wettkampfsport machen wollte. Und jetzt irgendwie nach fast 30 Jahren, also ich habe davor auch schon mal ein, zwei Laufwettkämpfe gemacht, die aber komplett reingeschissen sind. Aber jetzt nach fast 30 Jahren habe ich mich so weit heilen können, was auch nur durch Irland möglich war, was nur durch meine Frau möglich war und was auch tatsächlich durch das Coaching nur möglich war. Ja, wirklich in den Wettkampf reinzugehen und das irgendwie emotional zu überleben und mich zwar zu re-traumatisieren dadurch, aber nicht so sehr, dass ich mich davon nicht wieder relativ schnell erholen könnte. Weil zu jedem früheren Zeitpunkt hätte ich da Wettkampf gemacht, wäre das so traumatisch für mich gewesen, dass ich das gar nicht hätte verarbeiten können. Ja, so ist das bei so komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen. Betonung auf komplex. Ja, wir waren beim Locklift. Also ich denke, wenn ich mehr Routine habe und den richtigen Lock habe, dann wäre da halt locker. Und wenn ich halt auf Speed mal trainiert hätte, dann wäre da halt locker das Doppelte drin gewesen. Man sieht halt auch bei den Presses, dass das halt absolut gar kein Problem ist. Ich habe das Gewicht nicht mal gespürt. Es hat aber alles so lange gedauert und der Fokus halt nicht technisch reinzuscheißen. Weil ich sonst halt eventuell noch krass abgefuckt hätte, dass irgendwas nicht geklappt hätte, ich noch mehr Zeit verliere. Da war einfach der Fokus. Ja. Und ohne einen Lock jemals angefasst zu haben, hatte ich auch in der ersten Session 100 Kilo per Viper Press, also strict, gedrückt. Aber das war jetzt als auf Repetitions. Und wie gesagt, das ganze Training hatte jetzt nur den Fokus auf Conditioning, auf Ausdauer, Volumen und so weiter und Technik lernen. Dann war Deadlift, 15-Inch Deadlift, 180 Kilo auf Wiederholung, habe ich 17 Wiederholungen gemacht. Ach ja, ein weiteres Issue, dass ich auch nicht richtig aufgewärmt habe und ich extrem lange brauche,
bis mein Körper aufgewärmt ist. Das wird aber langsam besser und besser. Muss auch dazu sagen, dass ich eine diagnostizierte latente Schilddrüsenunterfunktion habe. Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass man vielleicht viel Aufwärmen braucht. Und das habe ich mich da aber auch nicht so getraut, mich viel aufzuwärmen. Und auch nicht so richtig. Und ich war sowieso komplett überfordert und überreizt. Ich habe da einfach nur dann irgendwas gemacht mit einem leeren Lock. Und danach halt auch Deadlift. Und mit 150 Kilo aufgewärmt hat noch extrem gut funktioniert. So sehr, dass das dem Judge und ja, nee, das sage ich lieber nicht. Was könnte wieder fehlgedeutet werden? Auf jeden Fall mit 150 Kilo aufgewärmt, das war extrem schnell. Dann brauche ich aber eigentlich noch einen Zwischenschritt tatsächlich. Mit, weiß ich nicht, 170, 165. Aber dann kam die 180 und die war dann. Ich habe die 180 halt tausendmal im Training mit 10 Wiederholungen gemacht, wo noch 5 bis weiß ich nicht wie viel im Tank waren. Also zigmal wirklich gemacht und dann auch 190, 200. Aber an dem Tag waren die 180, haben die sich halt so angefühlt, wie als müsste ich die jetzt ziehen, ohne halt aufgewärmt zu sein. Und besonders bei der letzten Wiederholung hat es sich angefühlt, als würde es, wenn ich noch eine Wiederholung machen würde, als würde der obere Hamstring einfach der sich verletzt, als würde er, ach, wie heißt das denn jetzt? Als würde er sich zerren. Ja, ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, meinen Rhythmus zu finden, deswegen war eine Wiederholung leider Touch and Go. Und eigentlich hatte ich auch so ein bisschen Soft Knees, was der Veranstalter auch gemerkt hat und deswegen noch eine Repetition abgezogen hat, was natürlich sehr fair ist. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, meine Quads richtig krass angespannt, aber ich habe das nicht ganz hingekriegt mit den Knees, also da muss ich dran arbeiten. Ja. Aber alles, was ich jetzt genannt habe, diese ganzen Umstände und so weiter, die halt wirklich real waren, dafür bin ich trotzdem zufrieden für meinen allerersten Wettkampf und dass ich ihn überhaupt gemacht habe. Und immerhin, punktetechnisch war es halt ein geteilter zweiter Platz. Die haben dann aber einfach random am Ende entschieden, eine Regel anzuwenden, die nicht kommuniziert wurde im Vorfeld, die ich auch nicht kannte, dass sie dann auf das letzte Event nehmen, wer da am besten war. Und da hatte ich dann halt eine Repetition weniger als als die anderen. Und deswegen haben sie mich dann vom zweiten auf den vierten Platz geballert. Weil der zweite Platz von drei Athleten geteilt wurde. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel den noch eine Wiederholung beim Locklift gekriegt, weil eigentlich kommuniziert wurde, dass Touch and Go sogar erlaubt ist, beim Locklift zumindest. Die mir aber trotzdem eine abgezogen haben, wahrscheinlich für Touch and Go. Ja, dann hätte ich punktemäßig, wäre ich alleiniger zweiter Platz gewesen. Ja, egal. Platzierung ist mir eh nicht so wichtig. Dritte Übung war Farmers. Lief im Training nicht ganz so gut, weil, wie gesagt, Unterkörper immer komplett überlastet war. Deswegen hatte ich da eigentlich gar nicht mal so viel Fortschritt, also nicht so viel, wie es hätte sein können, nicht ansatzweise. Und ich habe es auch kein einziges Mal auf Speed gemacht, tatsächlich. Sondern Technik, Grundlage, Muskelaufbau, das war mir jetzt wichtiger als für die Competition spezifisch zu trainieren. Ich will einfach von Grund auf mich aufbauen und Schwächen auch ausbessern und gleichzeitig auch Wettkampferfahrung mitnehmen. Aber jetzt nicht unbedingt das Training komplett nur auf den Wettkampf zuschneiden, sondern ich will es langfristig fokussieren, mein Plan. Ja, und zusätzlich habe ich dann dafür habe ich mich dann gar nicht mehr speziell aufgewärmt, weil ich das auch mal ausprobieren wollte. Und dann komplett reingeschissen. Also es ging gar nichts, es hat sich so blöd angefühlt. Also gleichzeitig hat sich das angefühlt. Also
ich habe das Gewicht nicht mal wirklich gespürt. Es war so leicht, aber ich habe halt gemerkt, dass oder die meisten Muskeln, die dafür verantwortlich sind, die da mitspielen, dass ich die nicht ansteuern kann, weil die einfach nicht aufgewärmt waren. Auch von der Verbindung Nervensystem-Muskel. Also ich aufwärmen nicht wegen warm werden. Warm werden ist für mich komplett unwichtig. Nicht mal aufwärmen, auch nicht wegen Verletzungsgefahr, sondern um die also Muscle-Mind-Verbindung oder Nervensystem-Muskelverbindung zu aktivieren und Blut in die Region zu kriegen. Bei mir ist Blut immer eine ganz wichtige Geschichte. Ich bin der Bluttyp, ich bin nicht der Fleischtyp. Der Fleischtyp, der hat an sich schon so, ja, der Fleischtyp, der braucht halt nicht das Blut in den Muskeln, sondern die Muskeln sind einfach immer irgendwie so komplett leistungsfähig, 100%. Beim Bluttyp ist das ganz anders. Da muss da ganz viel Blut reinballern, bevor der Muskel halt wirklich leistungsfähig ist. Und ja, wie gesagt, ich habe dann einfach keine Geschwindigkeit drauf gekriegt, obwohl sich das halt nach nichts angefühlt hat. Also aufwärmen mir ganz wichtig. Das sind jetzt alles wertvolle Erfahrungen, die ich halt mache damit. Und dann kam Sandsack laden, drei Sandsäcke, 10 Meter Run und dann über den Yoke laden. Das habe ich tatsächlich im Training nur einmal gemacht, aber auch nur mit einem Sandsack Run für 30 Meter. Also nicht mit ständigem Pickup. Ja, war ja auch einfach zu langsam, aber ich war halt auch so dissoziiert, dass ich mein, das, ihr kennt das vielleicht in einem Albtraum, wenn ihr halt flüchten wollt, aber ihr könnt euch nicht von der Stelle bewegen. So hat sich das angefühlt, wie Handbremse angezogen. Ich bin da so, eher so wie nennt man das? Rumgetänzelt eher zu den Gewichten, die Gewichte aufgehoben, die extrem leicht waren und drüber geballert. Sieht man auch im Video, dass das für mich extrem leicht war, aber die Geschwindigkeit war einfach nicht da. Habe ich halt auch, wie gesagt, nicht geübt. Letzte war dann Sandsack Schultern, da habe ich ja schon ganz viel zu erzählt mit meinem Sandsack, der dann zu spät kam, immer nass war und so weiter. Immerhin trotzdem mit 80 Kilo 7 Wiederholungen geschafft. Und dann war auch da ja, die Zeit einfach zu Ende, die 60 Sekunden. Ja, und dann gibt es jetzt das Video. Also ich habe mich für den nächsten Wettkampf schon wieder angemeldet, der jetzt in 8 Wochen ist. Eine Woche habe ich jetzt erstmal wieder Deload quasi und dann habe ich in der jeweils 4. Woche auch wieder ein Deload, also insgesamt 3 Deloads, 3 Wochen Deload in der 8-wochigen Vorbereitung, das heißt wieder nur 5 wirkliche Wochen und die Gewichte sind dann halt 20 bis 30% höher als beim letzten Mal. Ja, und dann mal gucken, wie das einfach läuft. Eigentlich ist der Plan, dass ich am 1. Februar will ich eigentlich an den Nationalmeisterschaften im Natural Strongman teilnehmen. Einfach mit dem Ziel, unter Top 5 zu kommen. Dann kriegt man auch eine Einladung für die UK Plus Ireland Strongest Man. Die wiederum wichtig sind, wenn ich da Top 5 erreiche, dass ich dann einen Invite kriege für World Strongest Natural Man. Ja, so weit denke ich erstmal gar nicht. Ich will einfach eine Teilnahme bei Nationals haben. Dafür braucht man keinen Qualifier. Kann ich einfach so mitmachen. Mit dem Ziel Top 5. Das wäre so mein Plan. Ja. Aber Training läuft an sich sehr gut. Muss ich trotzdem sagen. Ich hatte noch nie so viele Fortschritte gehabt. Noch so viel Muskelaufbau, so viel Ausdauer, alles gleichzeitig. Ich habe jetzt auch einen neuen Trainingsplan. Und der ist jetzt eigentlich perfekt, würde ich sagen. Und
Deswegen bin ich sehr positiv gestimmt. Und es kann halt nur besser werden, auch mit den psychischen Geschichten. Ja, das wollte ich dazu sagen. Ja,